Meine lieben Akademiker und Hobbybauern da draußen, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter im Niemandsland. Und guckt euch mal dieses schöne, leicht bewölkte Wetter an. Da können wir gut was reißen heute, glaube ich. Ich wurde ja in den letzten Tagen immer so ein bisschen von meinem Vorhaben abgehalten. Aber wir werden jetzt erstmal hier den restlichen Rasen mähen. Und, oh, warte mal, ich glaube... Ja, okay, wir müssen Wasser auffüllen, warte, aber das kriegen wir hin. Warte kurz. Wir gehen hier einfach zu unserem Fasswagen. So, warte mal. Ja. So, dann schieben wir den darüber. Und dann... Machen wir eben die Gewächshäuser fit. Und nein, ich bin nicht betrunken, der lässt sich einfach nur mega doof schieben. Sind aber auch ein paar Liters drin, ne? Das darf man nicht vergessen. Oh, hätte ich das gewusst, wäre ich heute nicht ins Fitnessstudio gegangen. So, mal eben gucken, geht das? Ja. Hört sich an, als würde ich hier gegenpullern, aber nein, das ist der Tank, der so ein bisschen pieselte. So, guck mal, schon fertig. Sind die Gewächshäuser wieder am Start und dann läuft die Produktion. So, aber ich möchte hier die Auffahrt noch ein bisschen frei machen von dem ganzen Rasen, Unkraut und den ganzen anderen Gedöns hier. Denn das sieht ja aus hier, ne? Das geht gar nicht. Was soll ich denn machen, wenn Gisela mich mal besuchen kommt? Die denkt auch, ja, voll der Wilde und so. Nee. Erstmal ein bisschen hübsch machen. So, Motor an. Jo, Turbine läuft. Hört sich an wie Düsenjet. So, pass auf. Fangen wir hier an. So. Und dann habe ich mir überlegt, da ich ja keinen eigenen Ladewagen besitze, werde ich gleich nochmal bei Peter vorbeischauen. Vielleicht ist er ja auch da. Und ihn mal fragen, ob er so ein Gerät hat. Und dann können wir den Rasenschnitt wohl erstmal verkaufen. Ich habe zwar kein eigenes Silo für Silage, aber ich wollte eigentlich auch nicht so unbedingt Silage machen. Deswegen verkaufen wir das. Ich möchte lieber, ne, bisschen Landwirtschaft hier, so Felder und so. Ich habe auch vorgehabt, mir ein neues Feld zu kaufen. Damit ich noch ein bisschen mehr anpflanzen kann. Weil unser Starterfeld hier, was Opa noch hatte, ne? Das ist zwar nett, aber reich wird man damit auch nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, wir erweitern unser vorhandenes Grundstück noch ein bisschen. Dazu müssen wir gleich mal schauen, welches Feld wir kaufen. Aber ich habe da schon Favoriten. Ich weiß nur nicht, ob das noch frei ist. Aber das sehen wir gleich. Wir machen wieder Stück für Stück. Ganz in Ruhe. Ne? Und dann muss ich dem Siegfried auch noch eine Rechnung schreiben vom letzten Mal. Ich habe ja bei ihm ausgeholfen. Falls ihr euch noch erinnert. Falls ihr dabei wart. Ich weiß es nicht. Aber da war ja ganz böse Magen-Darm. Ne? Hinten bei Siegfried. Und nett wie wir sind, ne, eine Gemeinschaft und so, Hashtag ein Team, da habe ich bei ihm ein bisschen ausgeholfen. Mache ich ja gerne auch. So. Aber Rechnung muss sein. Ich muss ja auch leben. So, guckt euch das mal an hier. Da ist doch schon wieder richtig was zusammengekommen. An Rasen. Und ich habe noch nicht mal alles gemacht. So. Zack. Mal eben gucken, kann ich hier sehen, wie viel Akku ich noch habe? Ja, ne? Guck mal, die Batterie ist auf grün. Also würde ich wohl noch ein paar Stündchen fahren können. Das ist gut. Das gefällt mir.
Oh ja, oh ja, oh ja. Das sieht schön aus. So mag ich das. Ja, das macht gleich einen ganz anderen Eindruck. Da kommt man hier rauf und denkt so, oh, guck mal, Matty Metzen, der ist fleißig. Schön die Auffahrt gemäht. Der weiß, was er tut. Meistens zumindest. Und guck mal, Honig ist fertig. Mega. Mega, mega, mega. Die können wir gleich mitnehmen. Ich bin ja eigentlich kein Honig-Fan, ne? Mag ich nicht so gern. Aber wenn dann Honig schön auf dem Brötchen rauf. Aber dann auch meistens nur ein halbes Brötchen, kein ganzes, weil dann reicht mir das schon wieder. Aber verkaufen kann man den bestimmt gut. Muss da gleich mal eben Finger reinstecken. Einfach mal eben kosten. Wie süß der ist. Warte mal. Ich steig mal eben aus. Guck mal her. So. Ja. Schmeckt gar nicht mal so gut. Mal sehen, was wir dafür kriegen. Wenn er gut ankommt, können wir ja gerne noch ein bisschen mehr davon machen. So, aber ich mache jetzt erstmal hier noch diese eine Ecke. Alles will ich auch nicht abmähen, denn die Bienen brauchen ja auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, so eine Naturwiese. Ne, haben ja auch viele heutzutage in ihren Gärten bei sich zu Hause. Ne, da wird kein Rasen gemäht. Da ist es dann einfach eine Bienenwiese. Ne, für die Natur auch. Damit die Insekten sich auch wohlfühlen. Sollte ich mir auch mal überlegen. So, aber nein, wir wollen es ordentlich haben. Da müssen wir halt ein bisschen Mäharbeit investieren auch. So. Zack. Zack. So, und dann muss ich gleich mal schauen. Habe ich den Radlader schon wieder hier? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, den hatte Siegfried uns gebracht, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Und dann kann ich gleich den Honig mitnehmen. Und dann haben wir schon mal wieder ein paar Mark gemacht. Ich denke, das ist eine gute Sache. So. Der eine Baum, der stört mich hier jetzt gerade, ne? Am liebsten würde ich ja direkt die Kettensäge rausholen. Aber irgendwie sieht der auch voll schön aus. Also die Birke nicht, ich meine den anderen hier. Ich glaube Trauerweide heißen die, ne? Irgendwie so. Die mit den hängenden Dingern da. Ich kann mich auch täuschen. Wenn ihr wisst, was das für ein Baum ist, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Am besten unter dieses Video. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So. Guck mal, haben wir es gleich. Dann sieht das hier wieder aus wie geleckt. Ich kann den Rasen schon wieder riechen. Ich liebe diesen Geruch. Nur wenn der zu lange riecht, ne, dann riecht das wie Kuhscheiße. Oder Schweinekot. Ne, weil die Kacke, die gärt ja auch. So, ich glaube. Ja, Auffahrt sieht gut aus. Ja, machen wir hier einmal noch kurz um den Baum drumherum.
So. Zack. Ich muss mir nochmal einen Freischneider kaufen, damit ich auch an die Kanten besser rankomme. Habe ich gesehen, gibt es wohl jetzt auch schon als Akkugerät. Also ohne Kabel, ohne Benzin, einfach nur mit Akku zu Hause in die Steckdose und dann kannst du damit loslegen. Ja, okay. Sehr gut. Ich mache das jetzt so. Ich stelle den hier an eine Seite. Da, wo er nicht stört, ne? Warte mal. Mähwerk aus. Ja, ich stelle den hier unter den, unter das Carport. So, dann finden wir den auch wieder nächstes Mal. So, und dann fahren wir hier mit dem Moped, mit dem Radlader fahren wir rüber und bringen den Honig weg. Und dann gucken wir mal, ob Peter da ist oder jemand anders. Ich weiß das ja nicht. Und dann schauen wir mal wegen Ladewagen. So. Motor an. Der gute Schäfer. So. Da freue ich mich aber. Der erste Honig der Saison von Maddie Metzen, eurem Imker eures Vertrauens. Ich sehe die Fernsehwerbung schon bildlich vor meinem Auge. So. Zack. Na. Oh. Gabel ein bisschen höher. Ja, sehr gut. Nicht, dass die Honiggläser da gleich kaputt gehen. So, und jetzt fahren wir den ganzen Kladderadatsch schön vorsichtig zum Verkauf. Und dann schlagen wir quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Oh. So, und dann können wir mal gucken, was sich verändert hat. Ob hier eventuell schon wieder neue Bauten entstanden sind. Okay, der Zaun ist neu, oder? War der Zaun letztes Mal schon, der weiße? Bin mir nicht sicher. Hier ist doch schon wieder irgendwas anders als sonst. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Immer wieder was Neues hier. So, hier ist noch abgesperrt. Da hinten beim Sägewerk ist wohl nicht viel los. Hm. Okay. Na, wollen wir mal gucken, ob der Peter schon was angepflanzt hat hier aus seinem Feld. Okay. Aber ich glaube nicht. Das hätten wir schon gesehen. Oder? Ist da was drauf? Nee, ist noch nichts drauf. Gut, hätte ja sein können. Aber so hatte ich mir das auch vorgestellt. So die Größe von vom Feld, das würde gut passen. Hätte ich auch gerne. So, dann müssen wir gleich mal schauen, wenn ich die Rechnung an Siegfried geschrieben habe für die für das Holz und für die Arbeit, die ich bei ihm gemacht habe. Eventuell können wir uns dann ja schon ein neues Feld leisten. Oder ein Grundstück vielmehr.
Das, was wir geerbt haben, ist zwar schon groß, aber ich hätte trotzdem lieber noch so separat was für die für die Felder. Ja. Da habe ich gerade Glück gehabt. Honig ist noch heile. So, neue Fahrzeuge hier auf dem Hof? Glaub nicht, ne? Doch, da hinten steht irgendwas. Warte mal. Der steht aber komisch. So, hier. Honig. Wollt ihr den haben? Ja, oh. Direkt von der Gabel haben sie mir den geholt. So. Zack. Motor aus. Gehen wir mal Hallöchen sagen. Oh, was ist denn hier passiert? Hier hat jemand Erde verloren. Oh nein, Gisela ist nicht da. Gisela? Klopf, klopf. Hat Gisela frei heute? Das gibt's doch gar nicht. Och Mann. Hallo? Jemand da? Oder ist sie gerade auf Klo und legt ein Ei? Kann ja auch sein. Peter, bist du da? Hallo? Hallo, hallo? Keiner da. Kann ich hier rein? Nee, abgeschlossen. Okay, ich glaube, ich mache mal lieber hier die Pforten zu. Nicht, dass hier noch was geklaut wird. Das geht ja gar nicht. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung bei Gisela. Die hat bestimmt wieder zu scharf gegessen und hängt jetzt auf dem Klo. Mit Spritzpup. Oder ist sie draußen? Raucht die vielleicht eine? Warte mal. Lass mal gucken. Nö. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wo kriege ich denn jetzt einen Ladewagen her? Ah, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir fahren mal gleich zu Siegfried. Vielleicht hat der sowas. So, aber wir müssen auch noch eine Rechnung schreiben. Da, neue Rechnung. So, Hof. Siegfried. So, warte mal. Wir hatten letztes Mal 25.479 waren das, ne? So, warte mal. Das waren Waren. Waren sind hier Liter. 25.479. Oh, verklickt. Wurstfinger. Immer diese neumodische Technik, ey. 25.000. So, zusätzlicher Text. Holz. Kostenanpassung. Pi mal Daumen. Inflation. 3 im Sinn. 1,8. Ah, okay, warte. 1,8. So. Hinzufügen. Nee, das war falsch. Gesamtkosten. Okay. Jetzt hat der das da wieder rausgelöscht, ne? Ich hasse diese Rechnungsprogramme. Wieso sagt der 0 Euro? Okay, warte mal. Ich mache das mal so. 25.070. Kostenanpassung. 1.
1,8. €2. Was? Eintrag entfernen. Eintrag entfernen. €0,5 pro Liter, ja. Irgendwie mag der meine Eingabe nicht. Jetzt haben wir es. So. Hinzufügen. 45.000. Oha. Da waren wir mal fleißig. Und dann haben wir noch gearbeitet. 2 Stunden haben wir circa gebraucht. Da muss ich mal eben schauen. Waren zusätzliche Kosten? Handarbeit? Nee. Arbeit. Steine sammeln. Stelle säubern. Handarbeitskraft. Ja. Bäume fällen, abfahren. Lieferung, da. Stunden. 2. Hinzufügen. Rechnung stellen. Zack. Gut. So, und jetzt ab nach Hause. Perfekt. Aber wieso ist Gisela nicht da? Und wo ist Peter? Das gibt's ja gar nicht. Bin ich heute ganz alleine hier? Oh, habt ihr das gehört? Mein Handy hat gebimmelt. Ich glaube, ich habe Geld bekommen. Warte mal. Jo. Bezahlt. Hat er schon überwiesen. Der Siegfried. Dann ist er bestimmt im Büro. Das trifft sich gut. Pass mal auf. Da fahren wir mal fix hin. Denn wir brauchen einen Ladewagen. Da wollen wir doch mal gucken. Da können wir ja gleich einfach mal schon mal gucken, welches Grundstück wir noch dazu kaufen, wo wir dann was Neues anpflanzen können. Denn ihr wisst ja, ich möchte gerne umziehen von meiner Privatwohnung hier aufs Land. Da brauche ich denn schon ein gemütliches Eigenheim. Aber ihr wisst ja selber, Eigenheim ist teuer. Ja, deswegen müssen wir noch ein bisschen sparen. Und dann habe ich mir gedacht, lieber ein Feld. Ein größeres oder vielleicht auch mehrere, das weiß ich noch nicht. Und da müssen wir ein bisschen geduldig sein, bis es denn soweit ist. Und eventuell können wir die Kohle dann investieren in ein richtig schnuckeliges Zuhause. Irgendwie so. So, ich fahre jetzt hier vorne rechts den Hügel rauf. Ich glaube, das ist kürzer. So. Ah, guck mal, jetzt ist schon wieder bewölkt, ne? Also ein bisschen mehr als vorhin. So. Tü-tü-tü. Ja, da hinten ist die kleine Brücke. Dann sind wir richtig gefahren. Da freue ich mich ja schon.
So. Ja, es wird langsam dunkel, ne? Komm, dann machen wir mal vorsichtshalber Licht an. So. Oh nein! Oh nein! Motor abgesoffen. Oh, warte mal. Oh, springt nicht mehr an, die Kacke. Oh nein, was ist denn nun da kaputt? Habe ich noch genug Benzin? Ja. Warte mal kurz. Strom haben wir auch. Da muss ich jetzt mal eben nachgucken hier. Ach, da ist... Aha. Bisschen Schmodder dran. Warte mal. Ja, vielleicht jetzt. Warte mal. Wir probieren nochmal. Na komm schon. Lass mich jetzt nicht im Stich hier. Oh, er läuft. Jawohl. Ja, durch das Ruckeln wahrscheinlich, ne? Eben hier, kabellose oder was? Ich habe keine Ahnung. Scheint aber zu funktionieren. Einfach mal ein bisschen, ne? Pusten und spucken. Dann geht das wieder. Gegentreten wollte ich da jetzt nicht, weil der gehört mir ja nicht. Ne? Nicht, dass da nachher eine Delle drin ist. Kriege ich Ärger mit Peter. Das wollen wir ja nicht. So. Gut. Okay, ich glaube, bei Siegfried ist aber jemand da. Ja, Licht ist an, da wird wohl jemand da sein. So. Sein Auto steht auch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich stelle mal eben. Stelle mich mal eben kurz hier hin. So, Licht aus. Zack. Ach, hier. Moin. Moin. Na, Siegfried, wie geht's? Ja, Manni, ja, gut. Und bei dir? Ja, ja, ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so schnell überwiesen hast. Ja. Du bist ja pünktlich wie die Maurer. Ja, musst du sein, ne? Das ist ja, ja krass. Richtig. Warst du gerade am PC oder wie hast du das so schnell hingekriegt? Ich habe mich richtig gefreut. Ich saß auf der Terrasse und habe es per Handy bezahlt. Ja, geht noch mit der Zeit. Ja, ja. Schön, schön. Illy, ich wollte, also ich habe zwei Sachen. Erstmal wollte ich fragen, ob deine Mitarbeiter wieder da sind. Ob das wieder... Ja, die sind wieder da, läuft alles, Produktion läuft. Oh, schön. Das geht alles jetzt wieder von alleine. Nochmal ganz vielen Dank für deine Hilfe. Ach Quatsch. Ja, habe ich doch gern gemacht. Weißt doch, ein Team und so. Ja. Nee, pass auf. Ich habe Rasen gemäht bei mir. Ja. So, und ich war jetzt gerade bei Peter, beziehungsweise ja. Gisela. Aber die sind alle gar nicht da. Gisela nicht da, Peter nicht da. Die Tore waren sperrangelweit offen. Weißt du, was da los ist? Ja, vorhin habe ich auch keinen gesehen. Da habe ich mein neues Gerät abgeholt. Okay, aber stand draußen? Ja, das stand draußen. Okay, also das ist ja echt merkwürdig, weil ich nicht, dass da was passiert ist. Weißt du? Also ich habe jetzt einfach mal die Tore zugemacht. Nicht, dass da jemand... Das ist sehr vernünftig. Ja, ich meine, wir sind hier auf dem Lande, ne? Wir kennen uns ja alle, aber nicht, dass da jemand irgendwas klaut. Man weiß ja nie. Ich habe da aber auch so gar nicht drauf geachtet, weil mein Gerät stand draußen, rückwärts ran, angekoppelt, weg. Ja. War gar nicht drinne. Ja. Ich hatte das schon alles telefonisch geklärt mit den beiden und, also mit Gisela. Ja. Und die hat gesagt, kannst du sie so wegholen, raus dich rein, muss ich dich auch nicht sehen, ne? Kennst du es ja. Ja, 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 ja. Unkompliziert. Genau.
Okay, naja, ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwas passiert ist. Aber vielleicht hat es auch wieder ein Schaf gegessen und hängt auf dem Pott, das kann auch sein. Auf jeden Fall war. Hätte ich aber von. Ja, oh ja, ich auch. Ich Die auch. Kollegen hier. Ja, wo wir wieder beim Thema wären, ne? Aber nein, pass auf, wollte ich mir einen Ladewagen holen für meinen Rasen, denn ich habe ja Rasen gemäht. So, aber ich konnte mir jetzt keinen besorgen und da fielst du mir ein, weil ich gedacht habe, vielleicht hast du sowas. Ja. Du kannst aber auch Gedanken lesen, ne? Komm mal mit. Jawohl. Ach. Frisch abgeholt. Nein. Doch. Ach, wie cool. Das ist ja Noch toll. nicht mal, den habe ich noch nicht mal mehr abgekoppelt. Der ist noch alles angeschlossen. Ja, ich merke Ja. schon hier, der Motor ist noch warm, wenn ich meine Hand drauflege. Das ist ja lustig. Schlüssel steckt nimm mit. Brauchst du den jetzt nicht, oder? Nein, ich habe ja nicht gemäht. Ich habe ja auch noch nicht mal Mähwerk oder so. Ach so. Ich habe nur schon mal gern ein paar Sachen im Voraus, solange das Geld noch da ist. Lass mich raten, der war im Angebot. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Okay. Nein. Okay, verstehe. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du so schnell überwiesen hast. Ich bin jetzt aktuell am Überlegen, weil du weißt ja, ich möchte ja gerne ein Eigenheim haben. So, und ich habe überlegt, wie ich da am schnellsten dran komme. So, und jetzt war meine Überlegung, ich nehme einfach, also ich kaufe mir noch ein kleineres Grundstück, Feld, Parzelle dazu und werde da dann nochmal was anpflanzen. Und, oder vielleicht auch mehrere Sachen anpflanzen, ne, das weiß ich. Also ein, zwei, drei Felder herstellen. Genau, so war mein Gedanke. Und wenn das dann nächstes Jahr fertig ist, eventuell habe ich dann schon genug Kohle, um mir ein schönes Häuschen zu kaufen. Zu bauen. Kaufen will ich ja nicht, ich will ja Ja. selber bauen. Was hältst du davon? Ja, da, du. Sehr viel. Ich würde das sofort machen. Also ich hätte mir jetzt schon direkt schon eine Parzelle hier gekauft. Ja. Und dann Ja, pa pass mal auf, loslegen. komm mal ran. Ich hole mal eben mein Smartphone raus. Ich zeige dir mal eben. Ja, Ne, wenn ich ich jetzt hier, guck. wenn ich jetzt hier, ne, du siehst ja, die 26, das bin ja ich. Ja. Ne? So, und jetzt hätte ich die Auswahl zwischen 25 und 27. Ich möchte das ja nah an mir haben, damit ich nicht so weit fahren muss. Ja, natürlich. So, und jetzt war ich am Überlegen. Entweder die 25 oder 27. Was meinst du? Welches würdest du dir holen? Also auf der 25 kann man mehr Felder erstellen. Auf der 27 hast du noch mal ein bisschen Holz, was du abholzen kannst, wo du das ja siehst. Ja. Dann könntest du theoretisch den ganzen Wald wegmachen, aber nein, das, nee, der Wald und See muss schon ein bisschen bleiben. Aber was hier auf der 27 drüber hängt und der kleine Fleck da oben, das Ja. könnte man da alles noch nach und nach wegholzen. Ja. Und dann könnte man hier, schaffst du aber auch schon so, vier, fünf Felder kann man da, wenn man sie nicht übertreibt, Ja. anlegen. Okay. Und ich hier unten sehe, jeder sein Feld, das ist eins, zwei, drei. Ach, Ja. das wäre, würde fünfmal von der Größe ungefähr hinkommen. Okay. Mit kleinen Zwischenräumen dazwischen, Ja. Geräte langfahren können. Gut, weißt du was? Ich kaufe jetzt Parzelle 27. Ich habe ja dank dir, du hast ja sehr zügig überwiesen, habe ich jetzt die nötigen Mittel, um das zu kaufen. Ich mache das jetzt einfach. Ja. Und da muss ich mir dann ein paar Felder anlegen. So. Aber pass auf, wenn du jetzt da die Felder gekauft hast, Ja, habe ich. wie sieht's aus? Ist es dunkel? Ui. Ja, ist ein bisschen dunkel geworden. Ja. Wie sieht's denn aus? Du wolltest deinen Rasen da einfahren hiermit? Genau. Und soll ich hier Felder herstellen? Eine Hand wäscht die andere. Hast du Zeit gerade? Ich bin der Chef, ich muss hier nicht wirklich arbeiten. Okay, pass auf. Dann lass uns das auf, weil jetzt wird es gerade dunkel. Im dunklen Felder erstellen ist doof. Dann würde ich sagen, ich Ja. fahre schon mal mit dem Schlepper hier zu mir, hau mich eben in eine Koje Ja. und morgen früh nach dem ersten Kaffee treffen wir uns. Alles klar, machen wir dazu. Ja? Ja, super. Okay, sehr gut. Also ich So. fahre dann aber auch nur morgen früh dann nur zu Feld 27 Ja, ja, und ja. gu guck mir das da schon mal an und werde da dann schon
Guck. Mal so ein bisschen ablaufen. Ja, das kannst du machen. Ganz alles in Ruhe. Klar. Gut, Siegfried, dann jetzt bis morgen, echt, ne? Jetzt ist echt dunkel. Bis ja. Moin. Ja, viel bis Spaß. Morgen. Ja, danke. Siehst du wohl, guck mal. Da haben wir wieder Glück im Unglück. Der Siegfried hat alles da. Fahren wir mal eben schon mal rüber. Hauen wir uns gleich ins Bettchen. Und dann würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge schöne Felder-Erstell-Action. Und ja, Rasen werden wir dann aufsammeln. Und dann werden wir mal gucken, ob der Peter wieder da ist oder die Gisela oder beide vielleicht. Man weiß es nicht. Ne? Vielleicht sind sie auch beide durchgebrannt. Wer weiß. Aber dann wäre ich ziemlich traurig, weil eigentlich mag ich ja Gisela ganz gern. Ne? Ich habe mich irgendwie so ein bisschen auch in sie verguckt. Ne? Über die Monate, die ich ja jetzt hier schon regelmäßig in der Nähe bin und mit denen zu tun habe. Ja. Sollen wir mal schauen. Guck mal hier, die Baustellenbeleuchtung funktioniert auch. Ich bin begeistert. Normalerweise werden die Dinger ja mal geklaut. Von den jugendlichen Kids. Aber nein, das funktioniert alles. Sehr schön. So. Okay. Dann packe ich denn mal am besten? Das Ding ist ganz schön groß, ne? Ach, wir parken vorne. Vor der Hütte. So. Stellen wir das Ding hier an der Seite. Stört es keinen. So. Licht aus. Zack. Taschenlampe an. Haben die Hühner noch Futter? Ich weiß das gar nicht. Ja. Eier haben sie auch schon wieder gelegt. Wunderbar. So. Da muss ich wohl heute hier übernachten. Aber ein Glück, ist ja Wochenende. So. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier los mit neuen Schandtaten. Siegfried wird mich ein bisschen unterstützen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und da müssen wir noch herausfinden, was denn mit Peter und Gisela passiert ist. Das ist aktuell gerade so ein bisschen beunruhigend, aber vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel Medical Detectives geguckt. Wer weiß das schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, tschö. Mit Ö.